Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Teil der Baureihe der Skyrider-Drohne. Heute habe ich Teil 11 und 12 der Baureihe für euch. Und wir starten auch schon mit dem Unboxing von Teil 11. In Teil 11 ist diesmal der letzte Regler dabei, eine weitere Motoreinheit, eine LED-Platine und Teile für die Flight Control, und zwar ein Deckel und ein elektronisches Bauteil, sowie eine Korrekturzeichnung, den man wohl besonderen Wert schenken sollte, schauen ich mir auch später an. In der Zusammenfassung werde ich darüber auch noch was sagen, aber jetzt geht's auch erstmal los. Viel Spaß! In dem Heft geht es diesmal um die Akkutechnik, um die Drohnentechnik allgemein, die elektronischen Komponenten. Und wir kommen auch schon zum letzten Arm, den wir zusammenbauen. Diesmal sogar fast komplett mit Motor und allem. Ich habe wie immer den Motor geflechtet, das Kabel. Danach wurde auch eine LED-Platine geliefert, die ans Heck kommt. Und beim Montieren habe ich festgestellt, dass ich die Arme vertauscht hatte, die ich aber dann später nochmal ändern werde. Hier verkabel ich gerade die Regler mit den ganzen anderen Kabeln, klebe alles fest und mache das ein bisschen ordentlicher als in der Beschreibung. Ich mag es einfach etwas aufgeräumter. Als nächstes kommt die Abdeckung und die Zettelchen, welches Kabel, welcher Regler und welchem Motor gehört. Das finde ich richtig gute Idee und erleichtert am Ende die Einstellung enorm. Das war auch schon Lieferung 11, jetzt kommen wir zu Lieferung 12. Dabei ist ein GPS-Sensor, ein USB-Kabel, die elektronische Flight Control Einheit, eine Kamera und das letzte Bauteil für das Chassis. Diesmal geht es im Heft um das FPV-Fliegen, um die GPS-Technik, nochmal was zu den Akkus. Und dieser FPV-Beitrag ist ziemlich gut geschrieben. Finde ich auch gut, dass da auch die Zeiss-Brille genannt wird, die ich selbst auch fliege. Das Heft ist im Allgemeinen ein bisschen umfangreicher, weil dort auch die Einstellung für die Flight Control drin ist. In diesem Teil werde ich das nicht zeigen, wie ich das einstelle, da ich noch auf den 13. Teil warte. Auf die Fernsteuerung und den Akku, wer das nicht mitbestellt hat, sollte noch auf das nächste Video warten, dann beschreibe ich das ein bisschen, wie ich das einstelle. Als erstes baut man den GPS-Empfänger ein, der kommt vorne in die Nase, ist ein kleines Bauteil, könnte man vielleicht auch noch ein bisschen kleiner gestalten, aber hier ist das etwas größer gelöst worden. Da habe ich auch festgestellt, dass ich das ganze Teil falsch rum hatte, also habe ich es wieder richtig rumgemacht. Ich finde die Bilder richtig schlecht manchmal, vielleicht lese ich auch nicht richtig. Ich bin einfach Explosionszeichnungen gewöhnt und nicht solche Fotos, deswegen ist das für mich auch etwas schwieriger. Aber soweit so gut, der Fehler wurde ja behoben. Habe ich ja zum Glück schnell festgestellt. Danach kommt einfach das elektronische Bauteil in die dafür vorgesehene Plastikhülle und die Flight Control ist dann auch schon fertig. Ein einfacher Schritt, wie hier auch immer wieder aufpassen, Plastikschrauben sind das und da muss man besonders vorsichtig sein. Danach wird einfach alles verkabelt und schon sind wir bereit für den Empfänger. Der Vollständigkeit halber habe ich jetzt auch schon die Abdeckung fertig gebaut. Die ist eigentlich nicht abnehmbar. Ich habe sie mir aber abnehmbar gestaltet, indem ich unten an der vorderen Seite einfach eingeschnitten habe. Dann kann ich das Ganze wieder abheben. Und die Kamera. Es wurde noch eine Kamera dazu geliefert. Wie die ist, wie gut, wie schlecht, was auch immer, werde ich euch dann berichten. Habe auch schon die Propeller drauf gemacht. Auch ein gutes System, wie ich finde, was da gelöst wurde. Erkläre ich euch aber alles im nächsten Video und ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen und einen netten Kommentar. Vielen Dank. Tschüss.